Ja, hallo, ich bin der Vari. Ich habe einen schweren Arbeitstag hinter mir. Es regnet, es ist kalt, es wird dunkel und trotzdem gehe ich gerade in den Wald. Ey, das reimt sich sogar. Warum ich das mache? Und zwar bin ich auf dem Weg zu einer meiner neuesten Wildkameras, eine SIM-Kartenkamera, die mir mit wirklich voller Freude jeden Tag immer schöne Bilder geschickt hatte. Und die hat heute früh mir ein Bild geschickt, um 10 etwa. Von einem Hund, Rückseite von einem Hund, und danach kam gar nichts mehr. Es kam kein Status, gar nichts mehr. So, jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten. Entweder die Kamera sendet einfach nicht mehr, Batterie alle, oder jemand hat die Antenne abgeschraubt oder die Kamera ganz weggenommen. Was ich mir ein bisschen schwierig vorstellen kann, weil da ist ein ziemlich fettes Drahtseil mit dran gewesen. Vielleicht getreten oder so, bis er ab ist. Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich jetzt auf dem Weg dahin, weil die war verdammt teuer. Und das würde mich richtig ärgern, wenn die jetzt einer geklaut hätte. Ah, ich bin gerade ein Zweig ins Auge geplatscht. Es war eine Wing Home 480 Ace. Diese Kamera ist was ganz Besonderes, und zwar, siehst du, da muss ich erst auf die App hier zugreifen. Diese Kamera schickt mir nämlich Fotos per SIM-Karte. So, und damit die mich jetzt nicht ständig fotografiert, während ich davor hocke und agiere, schalte ich per App den Bewegungsmelder ab. Einstellung, PIR, aus. So, erfolgreich. Ich habe das gemacht, weil diese Kamera, weil die SIM-Karte, die dazu geliefert wird, hat 100 Bilder im Monat kostenlos. Und genau das will ich verwenden. Wo ist sie? Da ist sie. Damit die mir jetzt hier nicht 20 Bilder schickt, habe ich den Bewegungsmelder ausgeschaltet. Und so, das ist das gute Stück. Diese Kamera ist nicht die teuerste, die ich bisher habe, aber die zweiteuerste. Ich habe sie auch noch eingestellt auf 5 Bilder am Tag maximal. Wenn man sich Videos zuschicken lassen möchte oder mehr Bilder haben möchte, dann kann man per App das freischalten. Ist nicht gerade so teuer, aber hatte ich jetzt auch nicht vor. Weil ich bin noch in der Probephase von dieser Kamera. Die Bilder, die mir aufs Telefon geschickt werden, die sind von der Qualität her Thumbnails, das heißt, sie sind runtergesetzt in der Bildqualität, aber sie sind noch ganz okay, kann ich ja mal einblenden. Das Schöne bei dieser Kamera ist, ich habe die aufgehangen und habe dann einen Tag später, ich habe ein Bild gemacht. Was sehe ich auf dem Bild? Direkt vor der Kamera hängt ein Blatt. Das ist natürlich ein Vorteil, weil ich kann nämlich dann gleich wieder hingehen und dieses Mankerl beseitigen. Hier in der Kamera selbst kann ich nicht gerade viele Einstellungen übernehmen. Server ist synchronisiert, 75 Aufnahmen sind auf der Karte. Machen wir sie mal aus. Das dauert jetzt einen Moment, weil die Kamera muss sich auch mit der SIM-Karte abmelden. Wenn die gerade dann im Sendemodus ist, dauert es eine ganze Weile, ehe die erst ausgeht. Aber man sollte warten, bis sie tatsächlich richtig aus ist und dann erst die SD-Karte zu entnehmen. So, glücklicherweise ist hier eine große drin. Ich hasse es, bei Wildkameras rumzufummeln mit diesen kleinen SIM-Karten und dann im Waldboden, ja, eine schwarze Karte auf einem dunklen Waldboden. Findet man die wieder, vor allem wenn es ein bisschen dunkler ist. Die Bilder werden jetzt kopiert. Natürlich wieder mit meinem Multifunktionskartenleser für USB-C, kleines USB und großes USB. Diese Kartenleser gibt es auch für Apple-Geräte. Aber ich benutze keins, deswegen reicht er mir hier aus.
Die Kamera kostet in etwa 150 bis 170 Euro, je nach Angebot. Bei der Kamera selbst dabei ist eine Speicherkarte mit 32 GB, 20 MB pro Sekunde. Wird geliefert mit der Speicherkarte, mit Antenne, mit SIM-Karte und was noch richtig geil ist, die SIM-Karte, die dabei ist, ist bereits aktiviert. Ich brauche nicht irgendwelche Post-ID, bla bla, irgendwas machen, gar nichts, Karte rein, loslegen, fertig. Finde ich geil, finde ich fantastisch. Man muss sich mit der App registrieren auf die E-Mail-Adresse. Das geht innerhalb von wenigen Sekunden, also ist hervorragend. Was mich an der Kamera stört, ist, man kann in der Kamera selbst kein Passwort festlegen. Allerdings, die Kamera ist registriert mit einer E-Mail-Nummer und die kann über App, falls sie tatsächlich jemand klauen sollte, gesperrt werden und dann ist die Kamera für den Dieb nutzlos. Was mir an der Wing Home 480 Ace noch gefällt, ist, dass ich ein relativ großes Schloss anbringen kann und auch ein ziemlich dickes Drahtseil hinten durchführen kann. Die hat dafür extra Löcher. Und deswegen kann man die relativ gut absichern mit dem Schloss. Finde ich toll. Ich zeige euch jetzt die Bilder, die ich geschickt bekommen habe. Also nicht alle. Ich zeige euch ein paar Tagesaufnahme, Nachtaufnahme. Zuerst die Thumbnails, dann das Originalfoto und dann das Video. Ich habe die Kamera so eingestellt, dass sie Fotos und Videos macht. Das mache ich am Anfang immer bei Kameras, um zu sehen, wie sehen die Fotos aus? Wie sehen die Videos aus? Für was, für welchen Bereich kann ich sie einsetzen? Oh, sie ist noch da. Mama ist noch da. Und ich habe keine Ahnung, warum die nicht mehr auf meine Kommandos reagiert hat. Was ist das? Aber ich nehme sie jetzt ab, weil der Hund gehört zu jemandem. Und vielleicht hat der jemand irgendwas hier, keine Ahnung, rumgefummelt oder so. Und der Hund läuft hier nicht alleine rum. Ich bin klatschnass, aber ich zeige euch natürlich auch jetzt die Videos, die die Kamera aufgenommen hat und die Fotos. Das zeige ich euch jetzt und ich melde mich dann im nächsten Video, weil jetzt im Moment mache ich nicht weiter. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, euer Wari.